Hallo, ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis, zweite Auflage. Das ist dieses Buch hier. Ich bin angekommen in Lektion 2, im ersten Teil vorab. Die Gewinnermittlungs-A, und die besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Seiten. Ist ein bisschen länger als die erste Lektion. Okay. Lektion 2. Die Gewinnermittlungsarten. Eine Gewinnermittlung erfolgt durch die in Lektion 1 dargestellten selbstständigen Tätigkeiten. Die durchgeführte Gewinnermittlung und der somit ermittelte Gewinn oder Verlust dient als Berechnungsgrundlage für die zu zahlende Einkommensteuer. In Klammern Näheres dazu in Lektion 3, das Einkommensteuerrecht und die EÜR, Klammer zu. Diese Lektion beschäftigt sich mit folgenden Fragestellungen. Erste Fragestellung ist, was ist eine Gewinnermittlung? Die zweite Fragestellung ist, welche Gewinnermittlungsarten existieren? Das Einkommenssteuergesetz zählt in Beschluss 2 Absatz 1 sämtliche Einkunftsarten für steuerliche Zwecke abschließend auf und teilt sie in Beschluss 2 Absatz 2 des Einkommenssteuergesetzes in Gewinn- und Überschusseinkunftsarten ein. So, jetzt kommt Übersicht 4 Einkunftsarten, die ist farblich abgesetzt. Die 7 Einkunftsarten im Einkommenssteuerrecht. Das Ganze ist unterteilt in Gewinneinkunftsarten und Überschusseinkunftsarten. Ich fange an mit den Gewinneinkunftsarten. Nach Beschluss 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit gibt es Gewinnermittlungen nach Beschluss 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes. Das sind die Betriebseinnahmen abzüglich der Betriebsausgaben. Das ist der Gewinn. So, und jetzt gibt es Überschusseinkunftsarten nach Beschluss 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Einkommenssteuergesetzes. Das ist viertens nicht selbstständige Arbeit, der Arbeitslohn, fünftens Kapitalvermögen in Klammern Zinsen, sechstens Vermietung und Verpachtung und siebtens sonstige Einkünfte, zum Beispiel Renten. Da gibt es eine Überbeschussberechnung nach Beschluss 8 bis 9 des Einkommensteuergesetzes. Das sind Einnahmen abzüglich der Werbungskosten und das ist der sogenannte Überschuss. So. Jetzt wird damit ändert diese Übersicht, jetzt wird die Übersicht erklärt. Das positive Ergebnis der Einkunftsarten der linken Spalte von Übersicht 4 nennt das Einkommensteuergesetz schlicht den Gewinn.
Daher heißen diese Einkommensarten Gewinneinkommensarten. Der Gewinn bei den Überschusseinkommensarten heißt Überschuss. Sollten jeweils die Betriebsausgaben Werbungskosten höher sein als die Betriebseinnahmen, liegt ein Verlust vor. Zu beiden Berechnungsarten handelt es sich um reine Geldrechnungen, in Klammern Zufluss, Abfluss. In der Übersicht wurde Ihnen das Grundprinzip der Einnahmenüberschussrechnung dargestellt. Diese Gewinnermittlung gemäß Beschluss 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes ist Gegenstand dieses Buches. Okay, und dann kommt der Fall 4, Handelsrecht oder Steuerrecht. So. Also, in dem Buch geht es um die linke Spalte von Übersicht 4. Oh, jetzt, das habe ich verstanden. Fall 4. Handelsrecht oder Steuerrecht. Rechtsanwalt R. würde gerne seine Steuerunterlagen beim Finanzamt einreichen. Steuerrechtlich fühlt er sich sehr fit. Leider kennt er sich im Handelsrecht nicht so gut aus. Muss er für das Finanzamt auch einen handelsrechtlichen Gewinn darstellen? Der Gewinn ist ein steuerrechtlicher Begriff. Im Handelsrecht wird ein Jahresüberschuss ermittelt. Sollten die Ausgaben höher als die Einnahmen sein, liegt handelsrechtlich ein Jahresfehlbetrag vor, in Klammern steuerrechtlich ein Verlust. Für steuerrechtliche Zwecke muss Rechtsanwalt R. also einen Gewinn ermitteln. Das Handelsrecht ist für Kaufleute maßgebend. So. So. Also Handelsrecht oder Steuerrecht. So, ich handle nicht, also gilt für mich das Steuerrecht. So viel habe ich auch schon verstanden. So, dann ist Fall 5, Kaufmann oder Nicht-Kaufmann. Rechtsanwalt R. reicht also nur seinen steuerrechtlichen Gewinn beim Finanzamt ein. Interessenhalber fragt er nach, ob er auch Kaufmann sei, wenn ja, was es dann zu beachten gäbe. Für Kaufleute ist das Handelsrecht maßgebend. Es ist das oberste Recht für Kaufleute. Ob jemand Kaufmann ist, dann ist er unter anderem verpflichtet, nach dem Handelsgesetzbuch Bücher zu führen, in Klammern Buchführung, und einen Jahresabschluss, in Klammern umgangssprachlich auch Bilanz genannt, zu erstellen. Also, Kaufmann braucht Buchführung und einen Jahresabschluss. Kaufmann kann sein, Kraft seiner Rechtsform, zum Beispiel OHG oder KG, Personengesellschaft, GmbH oder AG als Kapitalgesellschaft, aufgrund der Größe des Unternehmens oder aufgrund einer freiwilligen Eintragung ins Handelsregister, EK eingetragener Kaufmann in Klammern. So, dann ist man Kaufmann. So. Übrigens kann nur Kaufmann sein, wer ein gewerbliches Unternehmen betreibt. Selbstständige, in Klammern Freiberufler und Land- und Forstwirte können unabhängig von der Größe nie Kaufleute werden und sind somit nie verpflichtet, nach dem Handelsrecht einen Jahresabschluss aufzustellen.
Rechtsanwalt R kann als Freiberufler also nie ein Kaufmann sein. So, das war Fall 5, Kaufmann oder Nicht-Kaufmann. Es geht weiter mit Fall 6. Warum Unterscheidung Kaufmann, Nicht-Kaufmann? Fall 6. Warum Unterscheidung Kaufmann, Nicht-Kaufmann? Sauer, dass er kein Kaufmann sein kann, fragt Rechtsanwalt Na, er reichlich spitz, wofür die Unterscheidung so wichtig sei. Die Wichtigkeit ergibt sich aus dem Gesetz. Wer nach dem Handelsrecht verpflichtet ist, Bücher zu führen und einen Jahresabschluss aufzustellen, ist über Beschluss 5 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes steuerlich ebenfalls verpflichtet, einen Jahresabschluss beim Finanzamt einzureichen. Dieser Jahresabschluss ist dann die Steuerbilanz. Grundlage für den Gewinn bildet der Betriebsvermögensvergleich, in Klammern Beschluss 4 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes. So, jetzt kommt der Zwischenstopp. Unter Betriebsvermögen werden alle Wirtschaftsgüter verstanden, die betrieblich genutzt werden können und tatsächlich auch genutzt werden. Das eigene Betriebsvermögen ist die Differenz aus der Summe der aktiven Wirtschaftsgüter, Anlagevermögen, Bankguthaben, Forderungen, Kassenvermögen, abzüglich der Summe der passiven Wirtschaftsgüter, zum Beispiel Verbindlichkeit gegenüber Banken oder Lieferanten. So, das war der Zwischenstopp, damit man weiß, worum es beim Betriebsvermögensvergleich geht. Beim Betriebsvermögensvergleich, in Klammern BVV, wird das aktuell vorhandene Vermögen eines Betriebes mit dem Vermögen des letzten Jahres verglichen. Zu diesem Zweck wird das Geschäftsjahr mit einer Anfangsbilanz eröffnet und am Ende des Jahres mit einer Schlussbilanz abgeschlossen. Die Bilanz ist die Vermögensübersicht eines Unternehmens. In der Zeit zwischen Anfang und Ende eines Geschäftsjahres sind sämtliche Wertveränderungen an den Unternehmensvermögen aufzuzeichnen und die unmittelbaren Auswirkungen von betrieblichen Geschäftsvorfällen auf die Gewinn- und Verlustrechnung festzuhalten. Korrigiert wird das so ermittelte Ergebnis noch durch die Hinzurechnung der Privateinnahmen und die Kürzung der Privateinlagen im jeweiligen Geschäftsjahr. Warum ist das so? Und das führt zum Fall 7 Betriebsvermögensvergleich Bilanz. Fall 7, Betriebsvermögensvergleich Bilanz. Der Unternehmer U betreibt einen Großhandel mit Verpackungsmaterial. Der Wert seines Betriebsvermögens betrug zum 01.01.100.000 Euro. Zum 31.12.01 150.000 Euro. Im Jahr 01 entnahm er insgesamt 20.000 Euro vom betrieblichen Bankkonto und überwies von seinem privaten Konto auf das Geschäftskonto insgesamt 80.000 Euro. Wie hoch ist sein Gewinn?
Würde die Korrektur des Betriebsvermögens um die privat veranlassten Sachverhalte nicht erfolgen, ergebe sich ein Gewinn von Betriebsvermögen vom zum 31.12.01, Betriebsvermögen zum 31.12.01 150.000 Euro, Betriebsvermögen zum 31. zum 01 100.000 Euro ergibt einen Gewinn von 50.000 Euro. Das Betriebsvermögen, zum Beispiel das betriebliche Bankkonto, ist jedoch nur so stark angestiegen, weil der Unternehmer U eine hohe Privateinlage geleistet hat. Vorläufiger Gewinn 50.000 Euro. Privateinlagen 80.000 Euro, Privatentnahmen 20.000 Euro, ergibt einen Verlust von 10.000 Euro. Statt eines Gewinns ohne Korrektur des privaten Geldflüsse ergibt sich tatsächlich ein steuerlicher Verlust. Dieses Verfahren des Betriebsvermögensvergleichs erfordert eine sogenannte doppelte Buchführung, auch kaufmännische Buchführung genannt, bei der jeder Geschäftsvorfall zweifach bestimmten Unternehmenskonten zugeordnet wird. Die Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht, in Klammern zeitlich unabhängig vom Zahlungszeitpunkt, abgegrenzt, also berücksichtigt. So. Zu gut Deutsch, man muss da auf zwei Konten gucken und bei zwei Konten das in der Tabelle nachhalten. So verstehe ich das. So, ich sollte mir das Ossi, das Osseln abgewöhnen. So. Ich mache trotzdem weiter. Fall 8, die Einnahmeüberschussrechnung, EÜR. Und es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, hier auch noch hin. Fall 8, die Einnahmeüberschussrechnung, in Klammern EÜR. Rechtsanwalt R. möchte doch einfach nur seine Steuererklärung abgeben. Was kann er also tun? Rechtsanwalt R. hat die Möglichkeit, seinen Gewinn statt durch den Betriebsvermögensvergleich durch die Subtraktion seiner Betriebsausgaben von den Betriebseinnahmen zu ermitteln. Diese Gewinnermittlung ist die Einnahmeüberschussrechnung EÜR gemäß Beschluss 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes. Die EÜR gestaltet sich nicht so arbeitsaufwendig wie der Betriebsvermögensvergleich. Bei dieser Gewinnermittlungsmethode entsteht ein geringerer Arbeitsaufwand, da jeder Geschäftsvorfall nur einfach aufgezeichnet wird. Vereinfacht lässt sich sagen, versteuert werden nur tatsächlich realisierte Einnahmen, also die, die dem Steuerpflichtigen bereits zugeflossen sind. Gleichzeitig werden auch nur die Betriebsausgaben berücksichtigt, die tatsächlich bezahlt wurden. So. Versteuert werden nur tatsächlich realisierte Einnahmen, also die, die dem Steuerpflichtigen bereits zugeflossen sind. Gleichzeitig werden auch nur Betriebsausgaben berücksichtigt, die tatsächlich bezahlt wurden. Leitsatz 1. EÜR als Geldrechnung. Die Geldrechnung der EÜR besteht aus der Subtraktion der Betriebsausgaben von den Betriebseinnahmen. Betriebseinnahmen minus Betriebsausgaben, Gewinn im Sinne des Beschlusses 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes. So.
jetzt wird aufgezählt, das ist ein blauer Kasten gewesen, Leitsatz 1. Ich muss mich gerade orientieren. Vorteile der Einnahmeüberschussrechnung. Betriebseinnahmen sind in der Regel erst zu berücksichtigen, wenn der Kunde bezahlt hat. Es muss keine Inventurerfassung des vorhandenen Warenbestandes durchgeführt werden. Es müssen keine Bestandskonten, zum Beispiel Bankkonten, Forderungen gegenüber Kunden, Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten geführt werden. Unter Bestandskonten werden die Konten verstanden, die für die Vermögensübersichtsbilanz jahresübergreifend gebucht werden. Die Barausgaben und Einnahmen müssen nicht in einem ordnungsgemäßen Kassenbuch erfasst werden. So, das war Fall 8, die Einnahmeüberschussrechnung. Jetzt kommt Fall 9, die Wahl der Gewinnermittlung. Fall 9, die Wahl der Gewinnermittlung. Rechtsanwalt R. ist sich nicht sicher, ob er es nicht etwas aufwendiger haben möchte. Kann er freiwillig einen Betriebsvermögensvergleich durchführen? Ja, das ist möglich. Rechtsanwalt R. hat grundsätzlich die Möglichkeit, seinen steuerpflichtigen Gewinn auf zwei verschiedene Arten zu ermitteln. Erstens den Betriebsvermögensvergleich in Klammern Beschluss 4 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes als freiwillige Bilanzierung und zweitens die Einnahmeüberschussrechnung EÜR in Klammern Beschluss 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes. Diese beiden Varianten stellen die maßgeblichen steuerlichen Gewinnermittlungsmethoden dar. So, das war Fall 9, die Wahl der Gewinnermittlung. Jetzt kommt Fall 10, weitere Gewinnermittlungsmethoden. Existieren noch weitere Gewinnermittlungsmethoden? Es existieren noch zwei Exoten, die im Alltag nicht sehr relevant sind. Erstens, eine dieser Gewinnermittlungsmethoden ist die Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen gemäß Beschluss 13a des Einkommensteuergesetzes. Diese ist aber nur für Land- und Forstwirte anwendbar. Die Gewinnermittlung für Handelsschiffe im internationalen Verkehr in Klammern Beschluss 5a des Einkommensteuergesetzes ist auch unter dem Begriff Tonnagebesteuerung bekannt. So, das ist Fall 10, weitere Gewinnermittlungsmethoden. Dazu kommt jetzt Übersicht 5 Gewinnermittlungsmethoden. Da werden vier aufgeführt in einem farbigen Kasten. Es gibt den Betriebsvermögensvergleich nach Beschluss 4 Absatz 1 bzw. Beschluss 5 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes. Es gibt die Einnahmeüberschussrechnung in Klammern EÜR nach Beschluss 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes.
Es gibt die Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen bei Land- und Forstwirtschaften nach Beschluss 13a des Einkommensteuergesetzes und es gibt die Gewinnermittlung für Handelsschiffe im internationalen Verkehr nach Beschluss 5a des Einkommensteuergesetzes. Das ist die sogenannte Tonnagebesteuerung. Da steht da in Klammern dahinter. So. Als nächstes kommt Fall 11. Wer darf alles die EÜR erstellen? So, der ist ein bisschen länger, habe ich den Eindruck. Und damit endet auch das Buch. Ja, dann nehme ich noch einen Schluck Weinschorle und dann geht es weiter. So. Fall 11. Wer darf alles die EÜR erstellen? Der Ingenieur 1 hat sich selbstständig gemacht. Sein Ingenieurbüro ist so erfolgreich, dass er einen Gewinn im ersten Jahr von 80.000 Euro ausweist. Er fragt sich, ob er die einfache Buchführung in seinem Unternehmen anwenden und den Gewinn durch EÜR ermitteln darf. Sein Freund G. besitzt einen kleinen Laden, Gewerbebetrieb, mit dem er nicht im Handelsregister eingetragen ist, in Klammern Tante Emma Laden. G. erzielt einen jährlichen Gewinn von ca. 25.000 Euro. Er würde ebenso gerne die Vorteile der EÜR nutzen. Sind I und G zur Anwendung der Einnahmeüberschussrechnung berechtigt? Beide dürfen die Vorteile der EÜR nutzen. Die Berechtigung zur Gewinnermittlung nach EÜR setzt nach Beschluss 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes voraus, dass keine gesetzliche Verpflichtung zur Führung von Büchern besteht. Auch folgende Berufsgruppen trifft dies grundsätzlich zu. Das sind Freiberufler, kleine Gewerbetreibende, Land- und Forstwirte, Vereine. Wer als Kaufmann handelsrechtlich zum Führen von Büchern verpflichtet ist, wurde Ihnen bereits erläutert. Allerdings existiert darüber hinaus noch eine abgeleitete Buchführungspflicht gemäß Paragraf 141 der Abgabenordnung. Die abgeleitete Buchführungspflicht besagt, werden folgende Grenzen überschritten, ist der Unternehmer verpflichtet, ebenfalls Bücher zu führen und Jahresabschlüsse, Steuerbilanzen zu erstellen. Umsatz größer 500.000 Euro im Kalenderjahr oder Gewinn, Gewerbebetrieb bzw. Forstwirtschaft größer als 50.000 Euro. Zur Information, für Land- und Forstwirte gilt zusätzlich ein Wirtschaftswert von 25.000 Euro als Grenze. Der Wirtschaftswert ist eine spezielle Bewertung des land- und wirtschaftlichen Vermögens.
Für Freiberufler ist die Erstellung einer Einnahmeüberschussrechnung EÜA ohne Einschränkung möglich. Ich bin Freiberufler. Das hier sind Bildungsvideos auf YouTube.com. So. Das ist wie Unterricht. Ingenieur 1 kann also allein aufgrund seines Berufsbildes, das heißt aufgrund seiner Tätigkeit als Ingenieur in seinem Unternehmen, den Gewinn durch die Subtraktion der Betriebsausgaben von den Betriebseinnahmen ermitteln. Die Gewinnhöhe ist dabei völlig irrelevant. Ingenieure sind in dem Katalog der freien Berufe nach Beschluss 18 Absatz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes explizit aufgeführt. Freiberufler können ihren Gewinn durch Erstellung einer EÜR ermitteln, ohne weitere Voraussetzungen erfüllen zu müssen. So. Bei seinem Freund G als Gewerbetreibender hängt dies von weiteren Voraussetzungen ab, wenn er nicht im Handelsregister eingetragen ist und zumindest einen jährlichen Umsatz von weniger als 500.000 Euro oder einen jährlichen Gewinn von weniger als 50.000 Euro erzielt, kann er die EÜR als steuerliche Gewinnermittlungsmethode anwenden. Tatsächlich erzielt G, der auch nicht im Handelsregister eingetragen ist, mit seinem Tante-Emma-Laden momentan einen jährlichen Gewinn von 25.000 Euro, erfüllt also die zusätzlichen Kriterien für die Anwendbarkeit der EÜR. Sowohl I als auch G dürfen daher ihren Gewinn durch Erstellung einer EÜR ermitteln und die einfache Buchführung anwenden. Jetzt kommt's. Ein blau abgesetzter Steuertipp mit einem Eurozeichen davor. Steuertipp. Es können sich auch im Handelsregister eingetragene Kaufleute von den handelsrechtlichen Buchführungspflicht und somit von der abgeleiteten Bilanzierungspflicht gemäß Beschluss 5 Absatz 1 EStG befreien lassen. Voraussetzungen dafür sind: in den letzten zwei Geschäftsjahren betrug der Jahresüberschuss nicht mehr als 50.000 Euro und der Umsatz lag nicht über 500.000 Euro. Das Handelsrecht hat sich hier dem Steuerrecht angeglichen. So. Jetzt kommt ein Zwischenstopp. Da geht es ums Handelsregister. Zwischenstopp. Das Handelsregister ist ein öffentliches Verzeichnis, in dem die Kaufleute eingetragen sind. Es ist unterteilt in Register A und Register B. Während das Register A für die natürlichen Personen und Gesellschaften vorbehalten ist, werden im Register B die juristischen Personen, Kapitalgesellschaften, geführt. Das Handelsregister wird bei den jeweiligen Amtsgerichten geführt. Damit ist der Zwischenstoff beendet. Zur Wahl zwischen Betriebsvermögensvergleich und EÜR nun ein Prüfschema. So, damit endet die Lektion 2. Großübersicht 6, Wahl zur EÜR. So. Prüfschema Betriebsvermögensvergleich oder Einnahmeüberschussrechnung EÜR. Die erste Frage lautet: Gewerbetreibender oder Freiberufler? Bei Freiberuflern ist es am einfachsten. Die haben ein Wahlrecht nach Beschluss 4
1 des Einkommensteuergesetzes. Da gilt der Betriebsvermögensvergleich BVV oder die Einnahmeüberschussrechnung EÜR. So. Gewerbetreibender im Handelsregister eingetragen. Nein. Gewinn größer gleich 50.000 Euro oder Umsatz größer als 50.000 Euro bei ja. Abgeleitete Buchführungspflicht und somit BVV Betriebsvermögensvergleich nach § 141 der Abgabenordnung. Nein, Wahlrecht nach Beschluss 4 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes, Betriebsvermögensvergleich oder Einnahmeüberschussrechnung. So. Im Handelsregister eingetragen als Gewerbetreibender ja. Gewinn größer als 50.000 Euro oder Umsatz größer als 500.000 Euro in den letzten 2 Jahren bei ja. Ein zwingend anzuwendender Betriebsvermögensvergleich, der nach Beschluss 5 und Absatz 1 und Beschluss 4 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes durchzuführen ist. Da beruft man sich auf das Einkommensteuergesetz und nicht auf die Abgabenordnung. Das ist auch ein Beschluss und kein Paragraph. Das ist viel zwingender und wenn man es nicht macht, viel verheerender. Wenn man nicht so viel Gewinn hat oder nicht so viel Umsatz, dann hat man ein Wahlrecht wie bei den Freiberuflern. So, damit ist die Lektion 2, die Gewinnermittlungsarten, beendet. Und als nächstes kommt Lektion 3, das Einkommensteuerrecht und die EÜR. So, die ist auch nicht so lang. Ja, das kommt mir entgegen. Tschüss.